Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play WWE 13 im Attitude Era Modus. So, dass beim letzten Mal der Sound so leise war, irgendwie hat mein Mikrofon da ein bisschen verschissen. Keine Ahnung wieso, aus irgendeinem Grund hat das nicht richtig aufgenommen, da war ich so übel leise. Kein Plan wieso, aber jetzt ist es ja wieder besser. Also wir haben noch, noch vier Spezialszenarien vor uns. Und wir fangen jetzt hier an, beziehungsweise machen weiter mit Edge und Christian. Also Accolades vs. Edge und Christian ist das Match bei Raw. Szenario-Hintergrund. Reeking of Awesomeness Edge und Christian waren eine Macht, mit der man in der Attitude Era immer rechnen musste. Im Laufe ihrer illustren Karriere errang sie 7-mal den Tag Team Titel. Oh, das ist oft. Dieser Kampf ist einer ihrer früheren Anläufe, Hauptherausforderer zu werden. Im 7-Team-Turnier blieben nur Edge, achso, und Christian und Acolytes übrig. Bei SmackDown traten diese Teams gegeneinander an, bis eine Einmischung zum No-Contest führte und schließlich zum Rückkampf bei Raw. Und genau diesen spielen wir jetzt. APA kennen wir ja schon, die beiden Links, die haben wir beim vorletzten Mal gespielt. Farouk und Bradshaw. Edge kennen wir auch bereits. Gut, eigentlich kennt man hier jeden, aber ist egal. Führe mindestens 2 Doppelteam-Moves aus. Okay, das ist nicht so schwer. Gewinne durch Pinfall mit Christian gegen Bradshaw. Alles klar, da müssen wir das hinbekommen. 2 Doppelteam-Moves, das ist ja kein Problem. Ist ja mal easy. Da muss man noch nicht mal irgendwie ein Signature oder Finisher oder sonst was zeigen. Das ist ja mal ein nice one. So, auf geht's, ab geht's. Auf geht's, ab geht's, rein ins Match. Achso, stimmt, das kommt zuerst nochmal. Aber jetzt sind wir bereit, jawohl. Die können wir getrost überspringen. Ja, und da kommt nochmal APA. So. Also, wir spielen Christian und Edge. Und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringen wird. Okay, zuerst mal Edge gegen Farouk. Also, ein kleiner DDT, wie JR hier sagt. Ja, also, jetzt ballern wir den direkt hier in die Ecke. Und wir sagen, Heckmann, Tech Move, oder? Machen wir da, starten wir doch direkt mal damit. Das kommt doch immer gut. Bam, Junge! Jawohl! So, jetzt sind wir dran mit Christian. Und, ja, wir arbeiten immer noch ein bisschen. Und erst dann wechseln wir wieder zurück auf Edge. Beziehungsweise machen den nächsten Tag Team Move. Das wollte ich schon kontern, aber er hat gar nicht angegriffen. Headlock. Into the Headlock. So, jetzt haben wir ihn auch. Wow, da hat er scheinbar Probleme, den hochzuheben. Der gute Christian. Tja, jetzt haben wir ihm genau das gezeigt, was er eben gegen uns gebracht hatte. So, ein weiterer Konter hier an Seiten von Christian. Und ein Neckbreaker gegen Farouk. Ja, jawohl. Und nochmal schön auf den Schädel eindreschen. Na, diesmal war er schneller. Mit diesem Swinging Neckbreaker, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war ein knapper Konter. Das war ziemlich knapp gerade mit dem Kontern. Gehen wir noch einen Angriff hin? Jawohl, er kontert ausnahmsweise mal nicht. Dann würde ich sagen, ballern wir ihn doch direkt mal wieder da hinten in die Ringecke rein. Ja, oder auch nicht. Machen eben das da, was auch immer. Oho, das tut bestimmt gut. Das tut dem Guten bestimmt gut. Ah ja, jetzt wieder ein Konter. Macht nichts. Jetzt kommt er bestimmt mit dem Angriff. Ja, okay, scheiße. Aber jetzt ein Konter von uns. Ich will ihn eigentlich... Ja, genau. Dann die Ringecke schmeißen. So, die beiden Tag-Team-Moves, die hätten wir damit schon mal. Gut. Und jetzt müssen wir natürlich auch irgendwie das hinbekommen, dass Farouk auf Bradshaw wechselt. Denn der Pin muss ja gut zum einen an unserer Seite mit Christian erfolgen und zum anderen gegen Bradshaw. Und, jetzt, perfekt. Jetzt können wir das gerade über uns ergehen lassen. Hä, WTF, was macht er denn? Anstatt jetzt einen Tag-Team-Move zu machen? Oh, wie blöd ist das denn? Holt er uns dann nochmal aus der Ecke raus? Wie hindert ist das denn? Jetzt kannst du doch hier mal einen Tag bringen. Komm, Tag zu deinem Partner. Bring Bradshaw rein. Macht er auch, sehr schön. So, erstmal ein DDT mit Edge hier. Dass wir dem schon mal ein bisschen Schmerzen zufügen. Und dann ballern wir ihn da hinten in die Ecke rein. Gut, wir haben zwar schon unsere beiden Tag-Moves, aber das ist ja egal.
Wir können ja noch einen bringen. Hauptsache, die richtigen Leute sind jetzt drin, nämlich Christian und Bradshaw. Wir verkörpern den guten Christian. Den Signature-Move müssen wir eigentlich auch relativ schnell jetzt bekommen. Oh, Bradshaw kontert hier aber schwer. Aber was der kann, kann ich schon lange. So, schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis wir den Finisher bzw. Signature-Move bekommen, weil dann könnten wir eigentlich das Match ja auch relativ schnell schon beenden. Oh, fuck. Ein DDT-Konter hier von Bradshaw. Into the Headlock. Scheiße, kein Konter von mir. Das wird... Nochmal keiner. Wow. Das war eng. Fast wären wir in der Ringecke gelandet. Das wäre natürlich blöd gewesen, weil dann Bradshaw wieder Farouk reingebracht hätte. Sehr wahrscheinlich zumindest. So langsam könnte uns das Spiel echt mal den Signature-Move geben. Das wäre ganz nett. Damit wir hier den volle Suppe reinhauen können auf Bradshaw und dann das Match beenden können. Aha, da haben wir auch schon den Signature. Das heißt schon, da haben wir jetzt den Signature-Move und ich weiß mal wieder nicht, welchen Signature-Move Christian damals hatte. Das ist mal wieder typisch für mich. Aber gibt Schlimmeres. Was könnte der denn gehabt haben? Was hat er überhaupt heutzutage? Weiß ich gar nicht. Vielleicht, wir hauen ihn einfach mal in die Ringecke rein. Vielleicht ist es irgendwas da. Ja, tatsächlich. Nice. So, das ist jetzt der Signature-Move von Christian. Oh ja. Der sieht auch so aus, als würde er schwer wehtun. Aber komm, den Finisher, den bringen wir noch. Komm, steh auf. Steh auf, wenn du am Boden bist. Killswitch. Ja, den kennen wir doch. Den gibt's ja heute auch noch. Den Finisher. Eins, zwei. Oh, scheiße. Alter, komm. Signature und Finisher und dazu nochmal zwei Tag-Team-Attacken. Und dieser Bradshaw steht immer noch. Oh, ich dachte, wäre ein Submission-Move, aber es war keiner. Hehe, gekontert. Sehr schön. Und ein... doch kein DDT. Auch gut. Bringt es genauso viel. Geht auch gegen den Kopf. Genauso wie das da. Was ist denn jetzt schon so... okay. Den Körper sollte man noch ein bisschen massakrieren. Den Kopf, den hat er schon genug zu Schaden bekommen. Na gut, das war wieder ein Angriff gegen den Kopf. Christian ist sehr auf den Kopf spezialisiert. Finisher und Signature-Move gegen den Kopf. Und bringt auch ansonsten stark häufig Angriffe gegen den Schädel. Von Bradshaw jetzt in diesem Fall. Das hier ist aber kein Angriff gegen das Hirn. So, wie sieht's aus? Oh ja. Orange ist der Körper schon mal. Müssen wir nur noch rot machen. Und dann passt das. Ah, scheiße. Wieder ein Konter. Na. Was wollte er da jetzt? Wollte er... Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Jetzt ist Farouk wieder drin. Okay, können wir nicht ändern. Dann würde ich sagen, ja, machen wir wieder einen Tech-Move, komm. Oder sollen wir... Ja doch, mache ich. Oh, jetzt habe ich RB statt RT gedrückt, ich Idiot. Ja, wie geil. Naja, komm, verarsch mich mal nicht. So, wow, das war ja eng. Komm, verdrückt, du. So, Killswitch. Killswitch, sage ich schon. Komm, tag mal deinen Partner ein, du Homo. Scheiße. Wieso bei Christian? Farouk schlägt uns und JR sagt, Christian kommt hier mit einem starken Angriff. Verstehe ich irgendwie nicht. Wie sieht es denn bei dem aus? Oh, der hat nur Schmerzen am Kopf. Ich würde sagen, dann geben wir dem nochmal noch ein paar Schmerzen am Schädel bei. Ja. So. Oh, das ging dann doch nicht gegen den Körper. Naja, wie auch immer. Na gut, gegen den Körper ja schon. Körper ist ja das ganze, gesamte Gebilde. Jetzt kontert er schon wieder, der Witzer. Soll ich jetzt wirklich den Signature machen? Nee, mache ich nicht. Oh, fuck, Konter. Komm, wechsel Bradshaw ein. Scheiße. Komm, du bist total verletzt. Jetzt wechsel mal Bradshaw ein. Nein, nein, nein. Jetzt hat er seinen Finisher. Scheiße. Macht ihn aber nicht, wie es aussieht. Wieso schmeißt er mich raus? Was soll das denn? Komisch. Naja, machen wir weiter. Macht dann jetzt. Christian ist auf jeden Fall auch schon schwer verletzt. Er hält sich auch schon den Schädel fest.
Farouk jubelt jetzt ein bisschen. Ja, du hast deinen Finisher schon, bringt ja nicht so viel. Jetzt komm mal rein, ich musste mit einem Pin gegen Bradshaw gewinnen, nicht indem du ausgezählt wirst. Ja, Finisher machen wir natürlich nicht, den machen wir gegen Bradshaw. Das bringt mehr. Ich zieh ihn mal zu seinem Tag-Team-Partner, vielleicht kommt er dann auf die Idee zu taggen. Nee, kommt er nicht. Jetzt, doch, jetzt. Zack. Und da kommt Bradshaw rein. Boah, fuck, wieder mit so einem behinderten Move, ey. Na, egal. Mach ich eben jetzt meinen Finisher. Hallo, ich hab gekontert, stand da. Ah ja, wollte gerade sagen. Ja, so, ich kann's auch. Scheiß Spiel. Das ist jetzt die Rache dafür, dass der Undertaker mich zuletzt gekontert hat, als ich den Finisher zeigen wollte. Nee, willst du mich verarschen? Jetzt taggt er wieder. Das gibt's ja gar nicht. Na, ich wollte ihn gar nicht rauskicken, der soll taggen jetzt. Soll Bradshaw wieder reinbringen. Hallo, wir haben zwei Finisher. Jetzt bring deinen verfickten... Jetzt bring deinen verfickten Tag-Team-Partner rein. Was war das denn? Beide fliegen voll daneben. Geil. So, und jetzt komm, steh auf und bring Bradshaw wieder ins Spiel. Damit ich meine zwei Finisher an dem auslassen kann. Zweimal Killswitch. Gibt's doch gar nicht. Jetzt hör doch mal auf. Alter, ist der blöd oder was? Bring mal deinen Partner rein. Dein Partner ist viel fitter. Hier, Farouk hat schon eine Platzwunde. Und Dingens noch nicht. Bradshaw. Jetzt komm, ist gut. Oh, zu früh, fick dich. Ja, Christian in trouble. Jetzt fick dich mal und bring deinen blöden Tag-Team-Partner rein. Das war eng. Diesmal war es aber Edge, der mich gerettet hat. Weil ich wäre hier jetzt draufgegangen. Also beziehungsweise hab's verkackt. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt bring doch mal deinen verfickten Tag-Team-Partner rein, ey. Ja, gib mir auf den Sack. Oh, jetzt will er mich schon wieder pinnen. Komm jetzt, bring deinen scheiß Tag-Team-Partner rein, du Homo. Aber ich mach echt noch den Finisher mit dir. Komm, auf. Und jetzt... Oh, bist du blöd oder was? Alter. Ist gar nicht... Mach dann jetzt... Submission, ja klar. Jetzt will ich da jetzt irgendwie... Wieso bricht er das ab? Jetzt kann er ja nicht taggen. Hallo? Ich hab... Ah, jetzt gibt mir das Spiel doch echt auf den Keks. So, jetzt ist aber Feierabend. Ey, was ist denn mit Edge los? Was macht denn Edge da? Ich hab den im Dingens. Und Edge unterbricht. Alter Falter. Das ist so blöd, dass Christian jetzt so angeschlagen ist. Jetzt müssen wir warten, bis Bradshaw mal reinkommt. Jetzt muss natürlich auch noch das Programm hier abschmieren. Aha, endlich. So. Komm rein. Und vorbei. Das muss jetzt aber gewesen sein. Das muss jetzt aber gewesen sein. Eins, zwei, drei. So. Damit haben wir's. Endlich. Hat ja auch lang genug gedauert, ey. Echt lang genug gedauert. Tja, Bradshaw. Dem geht's nicht so gut. Christian auch nicht, aber immerhin hat der gewonnen. Okay, meine Damen und Herren. Das war's dann jetzt erstmal wieder mit... da haben wir einiges freigeschaltet. Christian von 99, den Light Heavyweight Championship, was ist das denn? Edge, also den richtigen Edge, den von heute sozusagen, und JBL. Gut, meine Damen und Herren, das soll soweit gewesen sein mit diesem Part von WWE 13 im Attitude Era Modus. Wir sehen uns dann nämlich auch beim nächsten Mal wieder, also schaltet dann wieder da ein, dann spielen wir hier mit Lita. Also, bis dahin, bis dann, bleibt dran und tschüss.